nach der Eskalation im letzten Spiel steht heute das letzte Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der ersten FC Köln Karriere mit Jürgen Klopp hier als Cheftrainer. Was war das für eine letzte Folge? Ich würde mal sagen, San Nürnberger schießt uns ins Finale der UEFA Europa Conference League und wir treffen somit auf die Fiorentina, auf den AC Florenz. Wir können uns ja mal die Europa League anschauen. Juve gegen Manchester United, die Champions League, Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Was war das für ein irres Halbfinale gegen Arsenal, Leute? Ich glaub's nicht. Wir sind tatsächlich ins Finale der UEFA Europa Conference League eingezogen. Uiuiuiuiui. Dank Nürnberger. Und wenn euch die heutige Folge wieder gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute mal ohne der Facecam unterwegs. Ja, mir tut es glaube auch mal wieder gut, ohne der Facecam Spiele aufzunehmen. Wolfsburg. Hat 4 Trikots. Alternativ, okay. Köln hat nur 3. Spielt Wolfsburg trotzdem in diesen Trikots? Huiuiui, ich war echt am Verzweifeln in der letzten Partie. Und ich denke, Timo Horn darf hier spielen wieder. Hector. Sanchabo auch. Er war der Vorlagengeber. Darf von Beginn an spielen. Vuskovic und Benita. Natürlich Schindler, dann Martel und Lindström, Kainz, Klimala und vorne würde ich sagen Tigges. Nürnberger nehme ich mit, würde ich sagen. Denayer nehme ich mit für Kilian. Und Kilian, das war einfach Arbeitsverweigerung einfach in der letzten Partie. Das war einfach reine Arbeitsverweigerung, Leute. Was hat er denn dort gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Nürnberger, nicht mehr so fit. Dank ihm stehen wir im Finale. 2 Tore gemacht. Danke. Und jetzt gebe ich ab an Wolfuß und Frank Buschmann. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Schlägt der Topscorer heute wieder zu? Das ist die große Frage dieses Spiels. Die Antwort gleich bei EA Sports. Bleiben Sie dran. Wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Begegnung. Herzlich willkommen im Rhein-Energie-Stadion. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute.
Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Torhüter ist Kunkka-Stelz. Joshua Gilavogi steht mit Maximilian Arnold zentral. Und im Angriff sehen wir bei Ihnen in dieser Partie einen Zweimannsturm. Wolfsburg am Ball, Spiel läuft. Machen Sie jetzt gut. Und es gibt natürlich Einwurf. Könnte was werden, aber ihr seht. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. So, die kurze Variante. Flanke kommt in die Mitte. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Guter Pass. Super Pass, Ball kommt an. Ein Zähler fehlt bis zum großen Ziel. Bis zur Qualifikation für die UEFA Champions. Und wir merken es ja schon an der Atmosphäre hier. Alle top motiviert. Die Fans sind bereit. Die Spieler, der Trainer. Die machen alle einen unglaublich entschlossenen Eindruck. Lukas Meja. Wolfsburg kommt über den Flügel. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Ja, guter Pass. Jetzt könnte was entstehen. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Nochmal das Tor, so ist das Ganze entstanden. Erst spielen sie diesen Pass und dann kommt dieser Volley. Schaut dir die Körperhaltung an, das stimmt alles. Besser geht's nicht. Nun also für die Wolfsburger, wie werden sie reagieren? Spiel geht weiter. Wichtiger Hinweis für die Gästefans. Bitte bleiben Sie nach Spielende noch eine Viertelstunde in den Block. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Spielt den Ball zum Gegner. Na, ist ein gefährlicher Steilpass. Achtung! Das Spiel ist unterbrochen. Die Verletzung scheint doch schwerer zu sein, als wir zunächst dachten. Und jetzt geht es hier weiter. Nämlich mit einem Schiedsrichterball. Gibt Freistoß für die Wölfe. Maximilian Arnold. Fischer. Das könnte vielleicht was werden. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das kann gefährlich werden. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass Sie da klären. Castells, da hat er keine großen Probleme. Arnold ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Ja, mit viel Übersicht. Gute Aktion vom Keeper, hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ball kommt an den langen Pfosten. Drin ist er. Sie erhöhen ihre Führung also auf zwei Tore.
Hier ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Zunächst die weite Ecke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gilavogi. Den Zweikampf führt er sehr gut. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz und Ballbesitz. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Castells macht sich da ganz lang. Da kommt die Ecke. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Angriff damit also. Beendet. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Erklärt. Es ist Pause. Das war's für den ersten Durchgang in dieser Partie. Überzeugende erste Hälfte der Kölner. Daran müssen sie jetzt anknüpfen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Eck in den Strafraum. Da ist der Ball erstmal raus. Weiterer Eckball für sie. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Da haben sie fast ein weiteres Tor erzielt. Knapp vorbei. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt wird es hier Eckball geben. Ecke kommt in die Mitte. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Gefahr erstmal bereinigt. Kein Tor in dieser Szene, wir haben es gesehen und vor allem auch gehört. Aluminiumtreffer. Könnte jetzt was werden. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball, ist aber nicht platziert. Jetzt wird es die Auswechslung geben. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Die Rufe der Fans, schieß, 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 sieht nach einer guten Chance aus. Hector, da sehen wir den Ballverlust. Vorwärtsbewegung jetzt, es sieht alles sehr belebt aus. Castells hält, immer noch gefährlich. Sie haben den Ball erstmal durchatmen. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Fischer. Arnold. Jose Brekalo. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Arnold, da ist Platz für den Konter. Flanke kommt rein, er geht dazwischen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vorteil für Wolfsburg.
gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Und jetzt wollen sie wechseln. Die Nummer 6, Erik Marte. Neu auf dem Feld, die Nummer 18. Ball bleibt hängen. Jetzt der Steilpass. Toll geblockt. Chance zum Anschlusstreffer. Und drin ist er. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Das macht er gut. Vorstoß kommt zu früh, das ist Abseits. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Steffen Tigges. Aber er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Jetzt können sie es entscheiden. Tolger von Castells. Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, das ist ein guter Pass. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Gefährlich, der Steilpass. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Er versucht. So, das ist das Ende dieser Partie, liebe Fußballfreunde. Wir halten fest, sie sind damit in der UEFA Champions League. Dazu kann man ihnen nur gratulieren. Ja, und das muss ja noch nicht alles sein. Es geht ja auch noch um den Meistertitel. Also von daher werden die diesen Einzug in die UEFA Champions League gar nicht groß feiern, sondern sich direkt wieder aufs Titelrennen konzentrieren. Heute haben wir eine gute Leistung gesehen. Zumindest haben wir eins geschafft. Wir stehen in der UEFA Champions League. Damit safe. Und es war zwar ein umkämpftes Spiel, aber trotzdem, wenn wir unsere Chancen machen, dann können wir auch sehr weit kommen. Jetzt das letzte Spiel gegen Union Berlin. Und hallo Klopp, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der Vertrag von Ayaz Schiri bald ausläuft und Juventus Turin offenbar mit einem Vorvertrag an ihn herangetreten ist. Die Entscheidung liegt nun also bei Ayaz Schiri. Er kann einfach nach Ablauf seines Vertrages bei Juventus Turin einsteigen. Wenn Sie ihn halten möchten, sollten Sie schnellstmöglich eine Vertragsverlängerung vereinbaren. Mit besten Grüßen, Geschäftsführer. Okay, wir gucken einmal kurz in die Teamzentrale. Mir hat eigentlich Schiri sehr gut gefallen. Akzeptieren wir das. Der ist auf der Transferliste. Wird direkt mal von der Liste gestrichen. Den verkaufe ich nicht. Wen ich auf die Transferliste setzen möchte, ist Linden Maina. Weil der hat mir zu viele Fehler gemacht. Linden Maina ist zwar ein guter Spieler, ohne Frage, aber der hat mir zu viele Fehler nicht gemacht, ganz ehrlich. Der hat zu viele Chancen nicht verwandelt und deswegen müssen wir links wahrscheinlich einen holen. Ich weiß nicht, ob ich ihn halte, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Konzentrieren wir uns auf das letzte Spiel. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und in der letzten Folge geht es dann weiter gegen Union Berlin. An dieser Stelle macht es gut, haut rein und bis zur letzten Begegnung in der Bundesliga gegen Union. Bis bald.